und? Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Auch sehr gut. Und er ist noch verlobt. Komm, setz dich zu uns. Störe ich auch ganz bestimmt nicht? Nein, nein, du kannst gar nicht stören. Seine Verlobte ist gerade gegangen. Oh, ich habe sie verpasst. Schade. Sie wird noch auf dem Parkplatz sein. Ich hol sie. Tja, und? Wie ist es bei dir so gelaufen? Tanzt du noch? Ich werd fürs Ballett langsam zu alt. Och, ich glaub dir kein Wort. Du siehst toll aus. Jung und lebhaft und scharf. Wisst ihr, wen ich noch scharf finde? Charlies Verlobte. Charlie sagt immer, sie wäre was Besonderes. Wie schön, dass du jemanden gefunden hast, Charlie. Sie ist wundervoll, danke. Sie ist furchtbar nett. Was Besonderes. Was hast du denn vor, wenn du nicht mehr tanzt? Kaum zu glauben, aber ich will mich als Sängerin versuchen. Ist ja irre, umwerfend. Weißt du, wer wundervoll singt? Charlies Verlobte vielleicht? Eigentlich wollte ich sagen, Miss Celine Dion. Ich weiß nicht, wie Chelsea singt. Obwohl sie zwei fette Lungen hat. Ach, wirklich? Hör mal, ich will ein paar Demosongs aufnehmen. Könntest du da vielleicht die Arrangements machen oder mich am Klavier begleiten? Oh, wow. Das könnte ein Riesenspaß werden, aber es wäre etwas heikel, weil... Ja, weil... Weil er bald heiratet. Vielleicht finde ich jemanden für dich. Das wäre super. Ich gebe dir meine Nummer. Hast du noch 696-336-725? Ja, die weißt du immer noch? Ach, das liegt nur in einem Gedächtnistrick. Man setzt Buchstaben für die Zahlen ein. Das Wort heißt Oxofrimbel. Oh, guter Trick. Ich gehe jetzt mal. Es war wundervoll, dich wiederzusehen. Geht mir auch so. Dich auch, Alan. Mach's gut. Also dann. Charlie. Ja? Du hast mir gefehlt. Oxofrimbel? Ab und zu geht's auch mal in die Hose.